Moin, Daniels Kramladen hier. Ich bin euch ja noch ein Video schuldig nach dem Video zum Einbau des Superkondensators. Es sollte ja darum gehen, oder ich wollte ja noch mal zeigen, wie sich der Kondensator dann im Betrieb verhält, wenn mal auch ein bisschen lauter aufgedreht wird. Vielleicht erstmal ja, das Geheimnis des Kofferraums entlüftet, was ich das letzte Mal so ein bisschen angedeutet habe. Und zwar, Sekunde, tada! So sieht das jetzt aus. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich wollte den Kofferraum auch so weit behalten. Und zwar habe ich jetzt hier vier Sundown Audio SA12 V2 D4 in ja, zwei Gehäusen. Das ist so ein bisschen abgedeckt. Der 3D-Drucker durfte auch ein bisschen was tun. Der hat die Logos erstellt. Es ist jetzt nicht gesaugt, aber das tut der Sache ja keinen Abbruch. Ja, es sind zwei Gehäuse. Die kann ich einzeln natürlich entsprechend rausnehmen. Überhaupt, das ganze Design ist komplett rausnehmbar. Das war mir wichtig, damit ich dann halt den Kombi als solchen auch, wenn es denn sein muss, benutzen kann. Abgestimmt ist das Gehäuse auf 32 Hertz, also ruhig ein bisschen tiefer. Netto hat jedes Gehäuse 100 Liter, da sind die Woofer und der Port schon abgezogen. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß mit Musik hören. Es ist mit Sicherheit jetzt keine DB-Dreck-Installation, dann hätte man das auch anders aufziehen müssen. Es ist einfach ein schönes Musikgehäuse, was halt eben für diverse Musikrichtungen auch gut funktioniert. Und wenn man es drauf anlegt, ist es auch schon ein bisschen lauter. Ich würde sagen, wir steigen ein und dann schauen wir mal, was die Spannungsversorgung sagt, wenn es ein bisschen lauter wird und ob der Kondensator das tut, wofür ich ihn eingebaut habe, nämlich die extremen Stromspitzen abpuffern, im gewissen Rahmen die Versorgungsspannung auch stabil hält. So, nachdem ich euch gerade noch die Subwoofer mal gezeigt habe, wie es jetzt im Kofferraum aussieht, nochmal eine kleine Demonstration, wie sich der Kondensator verhält und die Spannung abpuffert. Und zwar habe ich dazu so ein Rebased-Lied genommen von DJ Rustical. Ich hoffe mal, YouTube wird das nicht muten wegen Copyright-Claims, dies, das, Ananas. Ihr kennt das ja. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken uns mal die Spannungsanzeige an. Ja, sehen mal, wie sich der Kondensator verhält. So, nachdem ihr jetzt sehen konntet, was der Kondensator leisten kann im Auto, das heißt die Spannung ziemlich gut stabilisieren und die Stromspitzen abpuffern, gibt es jetzt noch eine kleine Demonstration, was lautstärketechnisch hier im Auto abgeht, wenn man es möchte, mit vier Sundown Audio SA12. Ich kann vorweg einfach nur sagen, ich bin mehr als zufrieden, was den Output betrifft. Ja, guckt es euch einfach mal selber an. Beim Messsystem handelt es sich ganz normal um einen Termlab-Sensor. Generation weiß ich nicht. Die Termlab-USB-Box, da ich die Lizenz nicht übertragen konnte, ich habe auch noch einen PC, wo Termlab draufläuft, habe ich hier die SPL-Lab Software, die minimal abweicht. Also ich habe mal Vergleichsmessungen gemacht. Von daher nicht wundern, dass das nicht die offizielle Termlab-Software ist. Da gibt es Lizenzprobleme und ich habe keine Lust, den Schlüssel nochmal neu zu kaufen. Auf meinem alten Rechner habe ich die Lizenz drauf. Aber ist natürlich nicht so angenehm wie mit dem Laptop. Ja, guckt euch das einfach mal an. Ich erhöhe mal die Drehzahl. Wird ja immer gemacht, wenn man, ich sag mal, in der Lane steht. Vorher noch mal ein bisschen die Spannung hochpeitschen. Der Kondensator kann sich dann auch noch mal gut aufladen. Und dann würde ich sagen, Willi, go! So, das sieht ganz gut aus. 152,1.
und mein selbstgemautes Powermeter, ich hoffe, das sieht man, zeigt an 6474 Watt. Das hat er gerade rausgedrückt. Also kann man sagen, 1500 Watt pro Woofer. Die Lautsprecher stinken nicht. Das passt ganz gut. Ich kann noch mal einen Track nach oben gehen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen kleinen Peak rein. Schauen wir mal. Das war's nicht. Und noch mal ein Versuch bei 41 Hertz, sorry. Vielleicht kriegen wir den Wert ja noch ein kleines Stückchen höher. Ja, gut. Also, das wird heute nichts mehr. Aber 152,1, das ist ein Wert, da braucht man sich nicht mit verstecken. Und dafür, dass es eine Musikabstimmung ist, ist es eigentlich, finde ich, ein sehr guter Wert. Und eben halt nicht auf SPL gebaut. Vielleicht noch kleine Informationen zum selbstgebauten Leistungsmessgerät. Das hat verschiedene Modi. Hier momentan ist Power Hold. Damit muss man nicht die ganze Zeit eine Kamera draufhalten. Habe ich so reinprogrammiert. Also das Ding ist 100% Selbstbau. Vorbild war so ein bisschen von Steve Meat Design, das, keine Ahnung wie es heißt, das Leistungsmessgerät, hat verschiedene Funktionen, wie gesagt, er zeigt an 6474 Watt. Da hinten sieht man es nochmal, die zwei Gehäuse, also man sieht hier auf jeden Fall, dass es zwei Gehäuse sind, die sind miteinander verschaltet, also ich kann sie in Serie oder in Reihe schalten, zum Musikhören sind sie dann immer in Reihe geschaltet, weil es dann halt auch weniger die Stromversorgung belastet, das reicht dicke. Und man sieht da unten den Stromsensor, das ist dieses kleine blaue Kästchen. Ich habe da hinten noch die zwei Prüfspitzen, die in den Lautsprecherkabel stecken und damit wird die Spannung gemessen. Aus Strom und Spannung ergibt sich dann logischerweise die Leistung und auch die Impedanz, auch die kann ich mir anzeigen lassen. So, genug rumgebrummt. Ich hoffe mal, dass man das an dem Voltmeter sehen konnte, dass die Spannung immer wieder in den Basspausen nach oben gegangen ist. Das heißt, der Kondensator hat nachgeladen, hat die Spannung extrem abgepuffert. Ich für meinen Teil bereue es auf jeden Fall nicht, so ein Ding eingebaut zu haben. Und ich kann es jedem empfehlen, gerade wenn die Leistung der verbauten Anlage doch deutlich über 1000 Watt liegt. Ihr werdet es merken und vor allen Dingen auch beim Fahren, wenn ihr ein bisschen lauter hört, das Licht flackern hört auf und es ist ein ganz anderer Schnack als so ein kleiner Einfachradkondensator. Von daher, feine Sache, so ein Teil. So, das war es mal wieder für heute. Ich für meinen Teil verabschiede mich. Ihr habt gesehen, der Kondensator, der funktioniert. Lautsprecher sind auch drin und Lautsprecher, also das Laut, das geht auch, wenn man möchte. Von daher, ich mache jetzt den Grill an. Ess schön was und werde nachher das Video hochladen und ich hoffe mal, ihr habt Spaß damit. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Immer dran denken, abonnieren, Glocke anmachen, dies, das. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.